mache jetzt gerade einen Spielberichtsbogen auf, fertig. Ja, klar. Groß schreibt man, glaube ich, klein und vorn spielen wir mit Werner. Oliver, wie heißt denn der Werner mit Nachnamen? Ach komm, ich lasse ihn weg. Ja klar, hallo, ich bin der Bundestrainer eben, dann sind wir immer auch noch. Das ist das Yogi-Barometer, ja klar, eben dann hier aus Herzogenaurach. Und ich hatte eben dann, ja klar, heute Morgen schon 38 Grad Fieber an der Stirn, weil sie eben dann unter meinem Pony immer die Hitze staut. Ja, das Spiel gegen die Franzosen ist eben dann für mich auch was ganz Besonderes, klar. Ist eben dann das drittletzte Spiel meiner Nationalmannschaftskarriere. Was? Nein, das drittletzte Gruppenspiel natürlich, weil dann kommt ja noch das Achtelfinale und Viertelfinale und natürlich das Wichtigste, mein Urlaub. Wir wollen dann auch im Auftaktspiel gegen die Franzosen mit einer Viererkette agieren. Ja, klar, also vorn im Sturm und hinten dann mit einem Ausputzer und einem Stopper. Yeah. Ja, klar, der Mbappé ist natürlich schon auch sehr schnell, aber deswegen gehen wir eben dann nicht auf Taktik, sondern auf Knochen. Anruf, der Leroy. Ja, was gibt's? Ja, tschüss. Der Sani hat gefragt, ob er eben dann nach dem Spiel noch kurz ins P1 kann. Ich habe gesagt, Leroy, du kannst sogar während des Spiels ins P1. Ja, klar, die Franzmänner haben natürlich auch im Kader auch den Pavard, Hernandez, auch Coman und Tolisso. Die kennen natürlich auch dann die Arroganz-Arena aus dem FF. Kennen sie eigentlich noch besser als die Klofrau aus dem VIP-Bereich. Ja, klar, das Problem von den Frankreichern ist natürlich, dass der Didier Deschamps auch schon viel zu lang Nationaltrainer eben auch ist. Wenn er schlau gewesen wäre, hätte er eben dann nach dem WM-Titel aufgehört. Aber das ist, wenn den Leute auch den Hals nicht voll kriegen. Ja. Selbst schuld. Ja, klar, mein Tipp wäre eben dann auch, sehen wir mal gegen die Franzosen im Auftaktspiel auch dann mit breiter Brust eben dann frisch rasiert, top-topiert, schön geföhnt, ein fulminantes 0-0. Ja, das wäre mein Wunsch. Ja. Zu 0-0 wäre schon auch ein optimales Ergebnis fürs Erste. Oh no!